Ich gehe nach Rentenbeginn meiner Altersrente weiter arbeiten, zählen diese Beiträge für die Grundrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Zum 1. Januar 2021 ist die neue Grundrente in Kraft getreten. Und der Gesetzgeber hat einen ganz, ganz klaren Stichtag formuliert, nämlich zum 1.1.2021 müssen sämtliche Anspruchsvoraussetzungen für die Grundrente vorliegen, wenn ich am 31.12.2020 schon eine Altersrente bezogen habe. Und ich habe eine ganz interessante Schnellfrage reinbekommen auf rentenbescheid24.de. Da ging es eigentlich nur darum, dass der Kunde wissen wollte, ob seine Arbeitszeiten, also seine Zeiten der Weiterbeschäftigung nach Rentenbeginn, zur Grundrente mit dazuzählen. Denn er hat die Befürchtung, dass er die 33 Jahre Grundrentenzeiten mit dem bestehenden Rentenbescheid nicht erreichen wird. Also ganz konkret, er bezieht seit 2019 eine Altersrente und ist aufgrund der Rentenhöhe wahrscheinlich weiter arbeiten gegangen und denkt sich jetzt, dass möglicherweise diese Beitragszeiten, diese Zeiten seiner Tätigkeit nach Rentenbeginn zur Grundrente mit dazugezählt werden. Und da muss ich Ihnen leider sagen, nein. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie eine bestehende Altersrente haben, werden alle rentenrechtlichen Zeiten, die Sie danach, also nach der rechtskräftigen Bewilligung der Rente dazu verdienen oder dazu erwirtschaften, grundsätzlich nicht in die Grundrente mit eingerechnet. Das heißt, Sie sind keine Grundrentenzeiten. Sie können sich gerne merken, alle Pflichtbeitragszeiten, die Sie vor einer Altersrente erwerben, zählen im Normalfall in der Regel als Grundrentenzeiten. Davon gibt es natürlich Ausnahmen. Alle Pflichtbeitragszeiten und Beitragszeiten, die Sie nach Beginn einer Altersrente erwerben oder erwirtschaften, zählen grundsätzlich für eine Grundrente nicht mit dazu. Es gibt eine Ausnahme, wenn Sie von einer laufenden Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente hineinkommen, dann kann es sein, dass die Zeiten, die Sie während dem Bezug der EM-Rente noch als Pflichtbeitragszeiten dazu erworben haben, dass Sie dann in der Altersrente dann möglicherweise für die Grundrente mit dazuzählen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.